Oh nein, das war so. Diese die Geiseln mit äußerster Gnadenlosigkeit. Oh nee, das war bescheuert. Ach, wie kann man da so blöd sein? Naja, gut. Also probieren wir es nochmal. Hat eigentlich gar nicht so schlecht geklappt. D20 oder Nerdsteine sind gut geeignet, um Cybergegner abzulenken. So. Es hat eigentlich gar nicht so schlecht geklappt, wenn ich dann noch nie, warum ich auf E gehämmert habe. Wahrscheinlich, weil E sonst so. Was für eine Scheiße mache ich eigentlich hier? Die Geisel wird angegriffen. Verschützen Sie den Cyber-Nerd. Mensch! Okay, das war blöd. Soll ich jetzt nicht töten? Doch mal kurz her, bitte. Ja. Die Wissenschaft hat wieder mal gesiegt. Mit ein wenig Hilfe von ihm. So, wir haben jetzt den Nerd gerettet. Yo, Baby, habt ihr gesehen? Das Schnellreisesystem der Kobayashi Corporation. Öffnen Sie die Karte, wählen Sie eine befreite Garnison und drücken Sie die entsprechende Taste. Das Kobayashi Schnellreisesystem. 85% Präzision bei nur 10% genetischer Degenerierung. Reise mit der zeitsparenden Schnellreisefunktion zurück zur Garnison und spare dir den langweiligen Teil des Weges. Knorke. Knorke. So, was muss ich jetzt? Ich will das aber jetzt nicht, ich will. Ah, gut. Ach nee, ich will das aber jetzt nicht hin, ich will das Geld noch holen und so. Und da waren noch Kisten. Aber da waren doch noch Kisten. Nee, komm, lass mich mal in Ruhe. So, jetzt kann man aber mal die Insel angucken. Gibt es überall hier so Tiere? Das kennt man ja auch von Far Cry 3 noch, ne? Ach, ist ja nur gut hier. Ich hab das schon verstanden, ne? Nach dem Kriegsspielgesetz wird. So. Hab ich das Ding hier auch gerade irgendwie befreit oder war das einfach keine Garnison? Für alle sekundären Aktivitäten in ihrem freundlichen Garnisonsshop mit Aufsätzen und Geld belohnt. Wenn Waffen mich stark machen, machen mehr Waffen mich noch stärker. Wenn Ihnen tödliche Tötungshilfsmittel wie zum Beispiel Kugeln ausgehen, reisen Sie zu einer befreiten Garnison und besuchen Sie den dortigen Shop. So, wir sind keine Wohlfahrtsgesellschaft mehr, aber da du Wissenschaftler geholfen hast, wurde dieser Shop zur Belohnung aktualisiert. Geh dorthin und kaufe einen Schalldämpfer. Ja, Logo. So, Munition, Waffen, Konsumartikel. Wir machen mal Waffen, ne? Da ist der Bogen in Besitz. Vielleicht statt der Schotti. Klar, das Nachladen dauert bei dieser Flinte, aber aus der Nähe abgefeuert zerreißt ist dein Ziel wie nichts. Vielleicht will ich die gar nicht. Na gut, wir machen jetzt hier mal ein Anpassen. 0 von 7 Aufsätzen. Geiles Kino. Hallo? Achso, okay. Das war die falsche Waffe. Schalldämpfer, 400 Ocken. Ach, habe ich eigentlich genug aktuell? Zack. Beweglichkeit. Sind wir ganz so beweglich, aber gut, was soll's. Laservisier.
Laservisier, falls du mal auf die Nüsse deines Bösewichts zielen musst. Größeres Magazin und Max Max. Max Max, ist das eine Magazin in deiner Tasche oder freust du dich nur, mich zu sehen? Gut, das wird erst bei 12 VHS-Kassetten freigeschalten. Was haben wir hier noch? Leichter Lauf. Griff. Verbessert Griff und weniger Rückstoß. Das macht Papa happy. Sehr schön. Nee, halt. Ach komm, wir haben jetzt hier. Halt. Mensch. Wollen wir mal gucken. Munition können wir erstmal kaufen, oder? Inventar ausfüllen. Also los. Und Konsumartikel. Was gibt's denn da? Gibt's hier Körperpanzer. Und Nanomet. Okay, kauft nicht mehr wirklich. Befreite Garnisonen bieten Shops, Sekundärmissionen und Schnellreisepunkte. Sekundärmissionen schalten Waffen, Aufsätze und Munition im nächsten Shop frei. Und all das zusammen macht sie zu einer glücklichen und funktionierenden Killermaschine. So, befreie Garnisonen von den Cyborgs der Omega Force und du erhältst neue Geiselrettungs- und Fahrt des Raubtiers-Abenteuer. Ein Shop. CP, also Cyborg-Punkte, Credits. Schnellreiseziele, Kartenscan, Floppies im Shop, um sammelbare Gegenstände zu finden. Okay. Echt? Gab's den? Konsum? Ah, okay. Also noch richtig schön auf Floppy. Auf 8¼ Zoll. Ach, da werden Erinnerungen wach. Ja, mein erster Computer hatte auch noch die Disketten, solche Diskettenlaufwerke. Und heutige Computer haben ja kaum noch Diskettenlaufwerke. So, was haben wir hier? Haben wir noch irgendeine Mission? Fahrt des Raubtiers. Einige hinterlistige Kasuaren rebellieren, töte ihren Anführer und stoppe ihren Plan, die Menschheit zu unterwerfen. Ja, probieren wir mal, hä? Ah, oh, bitte. So, mal ganz kurz was gucken. Okay. Datenkonsole aktualisiert. Bei Fahrt des Raubtiers geht es darum, ein Ziel mit einer bestimmten Waffe zu eliminieren. Sei es ein seltenes Tier oder eine Elite Omega. Was? Oder ein Elite Omega-Soldat. Nur um zu zeigen, wo der Hammer hängt, wenn du die Waffe nicht hast, wird sie dir ohne Upgrades gestellt. Wenn dir die Munition ausgeht, denk daran, dass du auch deinen Nahkampfangriff verwenden darfst. Aber der hat jetzt gar nicht erzählt, was ich hier benutzen darf, ne? Na gut, aber die wird ja dann dort sozusagen gestellt. So, ist ein Drache wieder in der Nähe. Da oben irgendwo. Ah ja. Finde und erlege den seltenen Kasuar mit dem Cobra-Coin. Das ist ja wohl nie. Was ist das? Moment. Schlecht gezogen, geschossen. Sehr schön. So. Was ist denn da unten? Keine Ahnung. Achso, das war noch nie der seltene. Muss ich den also noch suchen.
Also das. Das war also auch nicht. Das ist er. Hm. Das wäre ein Fall für eine Granate, ne? Aber es sagt mir nur, ich. Schlecht geschossen. Noch so ein Vieh. Die sind jetzt eigentlich weit genug entfernt, dass ich eigentlich hier ein bisschen reinheizen kann. Steckt sie auch noch, das Mistkribbel. Komm jetzt! Ey. Hä? Ach ja. Okay. Das war die falsche Waffe. Ach Mensch. Ich weiß doch nie, wie die Waffen hier heißen. Hab schon wieder gemerkt. Wenn das natürlich so ist, dann ist das ja total easy. Muss ich mir einfach bloß. So, hier. Einmal reinlunzen. Den Atem anhalten. Und zack. Voll. Hoppala. Ja, da geht's los. Missionsziel, erreiche den Damm. Wow! Also, was ist los? Oh shit. Fang. Komm, geh hin. Mann. Jetzt habe ich auch Schreck gekriegt. Beiß schön rein, kleiner Freund. Hinter dir. Uiuiuiui. So, eine Kiste. Diesen Fernseher. Den darf ich mir eigentlich nicht gehen lassen, oder? Wo ist denn der Drache jetzt hin?